Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Anno 1404 zu dem letzten Abschnitt des Goldenen Schiffes, der uns fehlt. Ihr seid hier, wir brauchen den verdammten Burgherrn Ludwig den Rasenden. Und den zu kriegen ist eine Plage. Denn wir sind auf RNG angewiesen und wir wissen ja, wie gut das steht. Ihr Schiff hat es gibt zwei Möglichkeiten für uns, den Drecksack zu bekommen. Schön, dass ihr entweder wir würfeln hier gut, wir würfeln niemals gut. Oder wir haben Glück mit Kaiseraufträgen. Unser Vetter Northburg, wir haben niemals Glück. Das heißt, mal sehen, ob wir es in unseren Lebzeiten irgendwie schaffen. Es gibt eine Reihe von Aufträgen, die wir benutzen dürfen, um den zu kriegen. Am besten dafür geeignet wäre, wenn wir einen dieser ganzen lustigen, hier, Kettenaufträge kriegen. Abenteuerlust, das Komplott, Kaiserlicher Garten, Kaisers Gnade, Freundschaft auf Probe, geeinte Klingen, Hintergang, höfische Intrigen, in der Abgeschiedenheit, Kaiserswürden, Panikattacke oder Spielbretter Macht. Es gibt auch ein paar andere, aber die müssten die Belohnung sofort geben. Bei den Reihenaufträgen, die den Burgherrn geben können, können wir halt den Auftrag bis kurz vor Abschluss des letzten Bereiches machen und dann immer wieder neu laden, bis wir die Belohnung kriegen, die wir wollen. Für Burgherr Ludwig den Rasen haben wir bei diesen Aufträgen eine Bonch oder Drop Chance. Könnt ihr nicht ein paar armen Seelen Obdach gewähren, ne? Müssen wir noch ein paar Leute rausschmeißen? Für diverse Erfolge. Sekunde, wo war das? Wo wäre das gewesen? Das allgemein, Wirtschaft. Das wird der Aufbau gewesen sein. Sehe ich gerade nicht, aber warum auch nicht hier? Hier öffnet uns die Stadttore. Das ist mir so egal. Wir müssen noch ein weiteres Armhaus bauen. Wäre mir ein bisschen übertrieben. So. Also ja, wir sind jetzt von RNGs abhängig und RNGs und ich sind niemals Freunde. Nein, die kosten uns 52. Das ist inakzeptabel. Wir brauchen ein Armenhaus. Wofür ist diese Kapelle noch da? Wir haben eine Kirche da stehen. So. Das regelt das. Brauchen wir irgendwelche spezifischen Dinge, damit die Aufträge passieren können? Prüfen wir mal ganz kurz, welche wir brauchen können. Abenteuerlust, das Komplott, Kaiserlicher Garten. Schauen wir mal. Also Panikattacke gesehen wir schon, braucht eine Kanonengießerei, eine Kriegsmaschinenwerke und zwei Kriegsschiffe. Haben wir. Höfische Hintergang braucht zwei Kriegsschiffe, haben wir. Höfische Intrigen, vier Kriegsschiffe, haben wir. Entwicklung ist vier Kriegsschiffe. Freundschaft auf Probe, Zuckerbäckerei, ein Kälter aus Seidenweber, Kirchenerei, Rösterei, zwei Kriegsschiffe, haben wir. Des Kaisers Gnade, vier Kriegsschiffe. Das Komplott, vier Kriegsschiffe, haben wir als Abenteuerlust, vier Kriegsschiffe. Okay, gut, gar kein Problem. Also, wir haben im Endeffekt alles, was wir brauchen, nur nicht den Kollegen. Das Ganze wird wahrscheinlich eine riesenlange Bonusfolge sein, weil ich jetzt keine 20 Folgen daraus ziehen werde. Ihr Schiff ist wohlbehalten von der Expedition. Oh, Pelzmäntel. Die bunkern wir irgendwo. Ihr Schiff ist wohlbehalten von der Expedition zurückgekehrt. Ein Kapitän. So. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Die meisten Dinge funktionieren hier schon sehr gut. Was wir noch gebrauchen könnten, wäre für den Orden der Schatzmeister eine Insel, auf der wir einfach mal alle waren, zu 999 auftürmen. Wir könnten für diese Insel nehmen und für drei Speicherstädte draufsetzen, um lustig zu sein. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Warum auch nicht? Da können wir nebenbei ein Lager hochzimmern. Was braucht eine Speicherstadt zum Starten? Kein Unterschied. Wir nehmen jetzt erstmal... Okay, nicht diese Insel. Wir nehmen uns diese Insel hier und stopfen die dann voll.
Wir können auf dieser Insel auch schon unsere eigene Baumaterialproduktion für die Speicherstadt aufstellen. Das ist die Arbeit noch von alleine. Das gefällt mir. Ja, soll es wohl. So, 2 Stacks von allem. Ihr habt lukrativ. Okay. So. Noria war noch irgendwie erwähnt worden. Haben wir schon aufgefüllt. Sehr gut. Group. Herzlich willkommen. Wir wollen noch eine... Oh, ganz wichtig. Du. Der wird gekappt. Denn der würde uns ansonsten nur zusätzliche Quests geben können. Wir müssen auch den Mönch ausschalten. Bleiben besser unter uns. Ein neutrales Gebäude kann nicht mehr erreicht werden. Oh, hallo. Ich bin an diesem Punkt sogar bereit zu sagen, wir schalten die verdammte Akademie aus. Helft mir hierbei. Und der Sultan... Nein. Lasst von euch hören, wenn die Zeit gekommen ist. Ein neutrales Gebäude kann... Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. So. Die ganzen neutralen Gebäude, die wir haben, werden erstmal ausgeschaltet. Ansonsten ärgern die uns mit Unsinn. Ein fairer Handel. Wenn du das als fair definierst, 59 Steine. Okay. Ihr werdet wieder von mir hören. Wie viele Waren gibt es da drauf? 5? 15. Alles, was wir brauchen. Ein gewaltiges Monument, diese Speicher. Großartig. So. Und dann setzen wir mal ganz kurz unser eigenes Baumaterial hier rein. Womit ich behilflich sein kann? Wenn wir einfach warten müssen. Nehmt euch ein Herz und lasst uns in eure Stadt. Wir dürfen bleiben. Das ist ein so. Wieso lasst ihr zu, dass diese Stadt so verkommt? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Mir egal. Ich helfe euch gerne aus. Hier gibt's echt viele Steine. Und auch echt viel Eisen. Ziemlich krasse Insel. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Wichtige Staatsgeschäfte warten. Es ist unser Wunsch, Mist, dass ihr euch dieser Angelegenheit widmet. In Abgeschiedenheit. Ist da drin? Das ist ein Auftrag, der da drin ist. Perfekt. Okay, wir sollten speichern. Den Auftrag müssen wir erfüllen. In Abgeschnitten ist Teil der Liste, ist auf der Liste. Da kann uns nämlich Burka Ludwig den Rasenden am Ende geben. Mit einer 1,1. Wie es in Abgeschnitten geht, 4 Stufen. Okay. Fortsetzung. Dafür kriegen wir 3 Handelsschiffe. So, 3 Inseln müssen wir kartografieren. 10 Tonnen Papier, 10 Tonnen Indigo, 10 Tonnen Ein Seide. Gutes Geschäft. Ist mir willkommene Abwechslung. Bei unserer Buchproduktion müssten wir das Zeug jetzt ein bisschen haben. Seide bin ich mir aber nicht sicher. Wir brauchen 30 Tonnen. So, Seide müssten wir hier wahrscheinlich einen Überschuss ein bisschen haben, weil wir hier unsere Teppiche produzieren, zum guten Teil. Haben wir. Gut. Mir. Ich glaub's ja gar nicht. Wir haben Glück. Wir haben Glück im Leben.
So. Der Kaiser plant eine Reise in ferne Länder. Allerdings sollen vorher einige potenzielle Zielgebiete genau unter die Lupe genommen werden, damit der Kaiser unterwegs keine böse Überraschung erwartet. Damit den Kaiser unterwegs keine böse Überraschung erwartet. Ihnen wird diese Aufgabe aufgetragen. Hurra! Bei der Gelegenheit. Da, wir brauchen einen Köhler. Das ist kein Köhler. Von 2. Jetzt fehlt an Holz. Wir können den einreißen, um ein bisschen Holz zurückzubekommen. Dann können eine zweite Werkzeugschmiede hier hingesetzt werden. So. Und dann können wir hier noch ein paar Holzfällen nebensetzen. Ich glaube, da packt der Kaiser direkt einen guten Auftrag raus. Ich hätte gedacht, wir müssten 20 Jahre Questroulette machen. Das Einzige, was das überkommen hätte, wäre, wenn jetzt auch noch der Kaiser gesagt hätte, okay, hier bitte, hast du den Burgherrn beim Würfeln. Oh, da kann ich das ja schon loswerden. Eine Insel wurde erfolgreich kartografiert. Wir müssen auf jeden Fall kurz bevor wir den dritten Teil abschließen, speichern. Und dann müssen wir immer und immer wieder neu auswürfeln, bis der vierte Teil uns mit der 1,41% Chance den verdammten Burgherrn gibt. Mal schauen, ob das klappt. Komm schon, Fortsetzung, gib einfach schön Schub. So. Der Kapitän, der kann auf dieses Schiff draufgesetzt werden. Ihr könnt jetzt rübergehen und euch von hier hinten neue Schatzkarten holen. Ich glaub's ja nicht. Jetzt haben wir es garantiert. Innerhalb der nächsten Jahrtausende. Gott sei's gedankt. Sobald die Speise steht. Na gut, wir haben das ja schon eingerissen. Aber sobald die Speise steht, geht's ja ein bisschen rund. Da fällt aus einer Straße. Glaube ich. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Wie steht's? Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Vielen Dank für den Resub. 35 Monate am Stück. Na, welcher Fisch ist uns hier? Geh weg. Wir sind auf einem guten Wege. So ist es recht. Geh weg. Wir haben vom Kaiser direkt einen schönen Auftrag bekommen. Wie steht es um die Erfüllung eurer Pflichten? Ach, komm schon. Ja, soweit ganz angenehm. Natürlich, heute Abend habe ich schon was anstehen. Deswegen machen wir jetzt gerade den Stream hier so am Nachmittag. Mittag. Wenn es weiter nichts ist, womit? Geh weg. Nun, habt ihr wohl an. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Es gilt, eine drohende Krise abzuwenden. Und wir sind geneigt, euch diese Angelegenheit anzuvertrauen. Der Drecksack segelt einfach im goldenen da Schiff. Segne euch für eure Zufall. Dafür kriegen wir 3 große Kriegsschiffe. Wie lange haben wir, bis es heute losgeht? So lange. So, nachdem sie mit der Aufsicht zurückgekehrt sind, soll die Reise beginnen. Doch niemals wird der Kaiser ohne Geleitschutz durch die gefährlichen Gewässer reisen. Sie sollen für seine Sicherheit sorgen. Diese Schiffe gehen erstmal zu einem Expeditionsdasein. Viel Spaß in der Hölle. Ist unsere Flotte. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. So. So. Schub. Seid unbesorgt. Hier wird die Speicherstandbar hochgezimmert. Danach braucht es Stein und Werkzeug. Das sollte kein Problem werden. Wir müssen aber vielleicht ein bisschen neues Holz holen.
Holen wir es mal von hier. Eine Rohstoffquelle ist bald versiegt, wurde gesagt. Das darf gar nicht passieren. Wir brauchen die Kohlen. Du also. So. Sprich schon. Meine Zeit ist knapp. Macht's einen Unterschied? Nö. Tschüss. Sieh an. Kein wirklicher Unterschied. Egal, tschüss. Sack, was hier hoffen wir immer auch, dass wir einen guten Kapitän vielleicht bekommen könnten. Mit einem guten Kapitän meine ich einen spezifischen. Sag an, was nämlich den verfluchten Messerjockel. Das wäre ganz toll, wenn wir den bekommen dürften. So, die Flotte ist versammelt. Escort, ziehen wir den Kaiser. Erstmal speichern. Wir müssen so oft speichern, wie es geht. Spiel gesichert. Denn ich weiß nicht, was die Aufträge um teilweise beinhalten. Das heißt, teilweise könnte es sein, dass ich mich auf die Aufträge vorbereiten muss, nachträglich. Will ich mal zurückspringen. Ihr Schiff hat sich Nein. auf eine Expedition ins Ungewisse begeben. Gut. Na, gefällt dir das Spiel, bitte? Viel Spaß, Schiff. Sieh an. 30% Chance. Fisch ist normal, ist ganz gut. Sag du so. Also. Nicht 30% Chance, so. Sondern 30 generell. Ich erkenne weder den Sultan als meinen Herrn an, noch deinen Kaiser. Viel Spaß. Kaiser. Wenn das Schiff sinkt, dann sinkt es. Beugt sein Haupt vor niemandem. Ihr Schiff hat sich auf eine Expedition ins Ungewisse begeben. Schiffe bitte auf aggressiv stellen. So. Jetzt bin ich gespannt. Also danach kommt Auftrag 3. Nach Auftrag 3 müssen wir, also kurz vor Auftrag 3 müssen wir speichern, ehe Auftrag 2 vergeben werden kann. Dann müssen wir so lange neu laden, bis wir das kriegen, was wir wollen. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ihr Expeditionsschiff ging auf See verloren. Haben wir hierfür jetzt eigentlich ein Limit? Nö, theoretisch könnten wir den Keil sogar ewig einfach am Stück halten, wie wir wollten. So, hoch zum Kaiser. Unglaublich, wie weit eure Speicherstadt in so kurzer Zeit. Okay, unsere Flotte, unsere Expeditionsflotte versinkt einfach. Fabelhaft. Ich stimme zu, sehr fabelhaft. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Jetzt fällt ja ein bisschen Holz. So. Aber die ganze Speicheraktion können wahrscheinlich sowieso jetzt in die Tonne treten, weil es kein Problem ist. Ah. Von der ein gutes Geschäft ist mit der Pirat. Bringt den hier rüber. Fahrt zur Hölle, Garibaldi. Mich so an der Nase herumzuführen. So. Ihr Schiff ist wohlbehalten von der Expedition zu... Golderz! Und noch ein Piraten. Ein grimmiger Kapitän sogar. Unsere drei kleinen Schiffe sind lebendig rausgekommen. Die drei großen Schiffe, alle versunken. Das gefällt mir. Quick Save. Spiel gespeichert. Haben wir unser Vertrauen zu Recht in euch gelegt? Es gefällt uns, wie gehorsam ihr eure Pflicht gegenüber eurem Kaiser erfüllt. Das Kaiserreich verlangt nach euch. Bringen Sie 5 Nonnen zu ihm. Okay, gut. Oh, fuck.
Solange der Kaiser nicht im Lande ist, hat sein Vater die Verwaltung des Kaiserreichs inne. Da die gesamte Belegschaft jedoch verreist ist, fehlt es an fähigem Personal. Können Sie Ersatz beschaffen? Alter, hat einfach tatsächlich die ganze Belegschaft mitgenommen? Was ein Drecksack. Ah, der wird noch gebraucht tatsächlich. Okay, gut. Okay, wir müssen 5 Nonnen aus dieser Weltstadt rauskratzen. Was, wie schwer kann das schon sein? Wo sind die überhaupt? Diesen Bereich, sagt das Spiel. Oh, ach, Sie sehen, die sind hier auf Missionierungsarbeit und konvertieren die Leute weg. Sehr gut. Deus Vult und so. Der Rat der 10 dankt. Ich will nicht lügen. Die zu finden wird die Hölle. Noch weitere hier oder sind die einfach wirklich überall verteilt jetzt? Ich werde die halbe Stadt einreißen, wenn ich es muss. Da ist die zweite. So. Ah, ich liebe es, findet Waldo zu spielen. Aber ich bin froh, dass wir kein Quest-Roulette oder sowas machen mussten. Sondern dass der Kaiser einfach direkt rausgekommen ist mit etwas, was wir gebrauchen konnten. Es hat geholfen, dass wir nicht nur eine spezifische Quest gebraucht haben, sondern eine aus einer Reihe von verfügbaren. Da ist Nummer 3. Hier ist nicht unbedingt wieder. Hier ist nicht unbedingt noch einer. So. Ihr im Streamchat, falls ihr irgendwo eine Nonne seht, die ich aggressiv übersehe, schreibt's ruhig rein. Bestimmt wird mich das nicht im Mindesten verwirren unterwegs. Das ist das Schöne daran, man kann mitsuchen. Ich nehme von dir was. Verzieh dich, du verdreckst meinen Bildschirm. Erstmal das Interface ausschalten, damit wir mehr sehen können. Ich will versuchen, in Postkartenansicht zu gehen. Postkasten war auch ein lustiges Wort. Wir gehen in Postkastenansicht, wir laufen in so einer kleinen Box mit einem kleinen Seeschlitz durch die ganze Straße durch. Und schauen, ob wir ganz heimlich irgendwelche Nonnen finden können, die unaufmerksam sind. Und dann werden sie entführt und an den Kaiserhof gebracht, damit sie da putzen können. Oder aus irgendwelchen Gründen sind Nonnen diejenigen, die diese Arbeit da machen müssen. Wo sind sie? Das ist ja übrigens weg. Generell kann eine ganze Menge weg. Zum Beispiel das Teil hier kann auch weg. Das ist jetzt nicht so ganz, nein. Egal, ich lasse mich schon ablenken. Wir brauchen noch 2 Nonnen und jede einzelne Nonne wird schwieriger zu finden, weil die Stadt riesengroß ist.
Vielleicht so. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Das Spiel hat sich darauf eingestellt, dass hier eine sein soll. Das sehe ich aber so gar nicht. Gut, machen wir es auf die Art und Weise. Wir werden jetzt nicht eine halbe Stunde damit verbringen, die ganze Stadt zu durchsuchen. Spiel gespeichert. Delete! Ich meinte Delete. Ist hier irgendwo eine in dem Abschnitt? Oder lügt das Spiel uns an? Mhm. Sieht sehr stark gelogen aus. Okay, sie ist nicht in diesem Abschnitt. Gehen wir gerade wieder komplett Richter Frollo auf die ganze Stadt los? Ja. Ist das nötig? Absolut. So, jetzt haben wir ein bisschen Überblick darüber, wo die sein sollten. Verlangsam. Es geht nur darum, eine kleine Idee für deren Richtung zu kriegen. Warum sind die noch Gebüsche und sowas? Da, da ist eine, okay. Dann laden wir erst einmal. Oder wir schauen erstmal noch, ob hier noch ein weiterer ist. In dem Bereich. Also wissen, hier bei in der Nähe. Wo ist sie schon dahin? Da. In der Nähe dieses Marktplatzes hinter dem Dom ist auf jeden Fall eine Nonne in der Nähe. Dein Geld ist bei mir in Bett. Oh, hat das in die Blends reingeschlagen. Und die andere ist da oben. Okay, gut. Wo oben genau? In der Nähe dieses Marktplatzes bei den Fischhütten. So macht man das. So kriegen wir zumindest eine Ahnung, in welche Richtung wir gucken müssen. Und jetzt passt auf, sich das Laden, wenn jetzt komplett woanders hin verteilt, dann bin ich einfach nur traurig. Aber wahrscheinlich nicht. Der ganz große Spaß mit dem Neuladen kommt ja noch auf uns zu. Zeit sofort verlangsamen. Okay, hier in der Nähe. Wenn nicht hier, dann schauen wir es mal da oben. In dem Bereich. Da. Da haben wir noch eine 4. Und dann müssen wir in diesem Bereich hier oben jetzt schauen. Für die letzte Nonne. Die Straßen sind einfach komplett leer und hier ist niemand. Lass mal ein bisschen reguläre Geschwindigkeit durchlaufen und schauen, ob es sich irgendwie bemerkbar macht. Da ist sie. Wo sind die ganzen Einwohner hin? Zumindest laufen in dieser Stadt keine Einwohner rum.
Wird das vielleicht einfach komplett rausgeschnitten an dem Punkt, wenn zu viele Einwohner rumlaufen würden? Das ist einfach. Oder es laufen nur begrenzt viele Einwohner auf einer Insel rum und die sind hier alle woanders unterwegs. Nein, ich habe kein. So ist es recht. Ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass die Insel vielleicht einfach. Auch hier läuft niemand rum. Ah. War es vorher auch so? Ich habe keine Leute gesehen, wenn ich darüber nachdenke. Der Rat der Zehn dankt. Vielleicht, weil die Inselwelt zu groß ist. Okay. Jetzt kommen wir zum lustigen Teil. Burgkerr. Ich lege einen echten Spielstand hier voran, aber wir werden über Quicksave arbeiten in erster Linie. Weil es also zu viel Aufwand wird, die ganze Zeit ins Menü zu gehen. Nutzen wir den mal so. Ihre Wasservorräte werden knapp. So. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Wir haben auch sehr viel Platz übrig. Okay. Quicksave. Jetzt geht's an den Roulette-Teil des ganzen Spaßes. Haben wir unser Vertrauen zurecht? Es gefällt uns, wie gehorsam ihr eure Pflicht. Mich interessieren die Schiffe nicht. Wir sehen, was das nächste ist. Produktion kommt zum Erliegen. Ihr könnt in einer wichtigen Staatsangelegenheit von großem Nutzen sein. Nigel der Zunftmeister. Leider hat es eines der Skorschiffe des Kaisers auf der Heimreise Schaden genommen. Können Sie das beschädigte Schiff in den kaiserlichen Hafen geleiten? Auch wenn den geschniegelten Zunftmeister für irgendwas? Seid mir Herz. Würde ich gerade kurz mal prüfen. Dann würde ich nämlich einen separaten Spielstand dafür anlegen. Ja, das ist bei Wirtschaft. Den haben wir sogar schon. Dann ist mir egal. Okay. Ja. Und jetzt geht es darum, auf eine 1,41% Chance zu hoffen. Wir werden doch für Stunden hier sitzen. Wir haben genug Schiffe, um ausreichend Parameter zu haben, Sachen ändern zu können. Ein fairer Handel. Außerdem fällt mir gerade auf. So. Okay. Haben wir unser Vertrauen? Es gefällt uns, wie gehorsam ihr eure Pflicht gegenüber eurem Kaiser erfüllt. Wichtige Staatsgeschäfte waren. Herr Führer Hadrian der Grausame. Das ist natürlich der, den wir schon haben. Lass mich kurz mal deine Prozentchance prüfen. Lass mich raten. Ja, 1,41%. Der hat genau die gleiche Prozentchance wie unser werter Freund Ludwig, Burger Ludwig der Rasende. Steht der hier drin? Da. Toll. Aber den haben wir schon. Also, neu laden. Geisterstadt Gaming ist aber auch zutreffend auf unsere Städte. Ganz ehrlich, wenn so viele zigtausend Leute in so einer mittelalterlichen Stadt wohnen, dann will man auch nicht vor die Tür treten. Dann will man zu Hause bleiben. Segel setzen. Haben wir unser Vertrauen? Wir werden mit Freuden eure Dienste. Ihr könnt in einer wichtigen Stadt. Neu laden. Kein Interesse an Schiffen. Nur eine einzige Sache, die wir wollen. Die letzte Sache, die uns für das goldene Schiff fehlt. Ein fairer Handel. Sprecht.
Es gefällt uns, wie gehorsam ihr eure Pflicht gegenüber eurem... Hallöchen, Löwenkoscher. Willkommen. Neuladen. Willkommen zum verfluchten Belohnungsroulette, wo wir so lange neu laden, bis wir die Belohnung kriegen, die wir wollen. Was wir machen ist, dass wir vom Kaiser den Auftrag haben, dass wir vom Kaiser einen Auftrag haben und dieser Auftrag ist ein Kettenauftrag. Was wir wollen, ist als Belohnung Burka Ludwig den Rasenden. Wir können jederzeit, bevor wir können, und die Belohnung wird immer erst dann festgelegt, sobald der Auftrag erteilt wird. Das bedeutet, der vierte Teil des Auftrags kann den Burgherrn geben. Wir brauchen den Burgherrn, wir wollen den Burgherrn. Das ist der letzte Teil, das uns das Goldene Schiff fehlt. Deswegen werden wir jedes Mal neu laden, bevor wir den dritten Teil abschließen und den vierten Teil bekommen, weil wir dann jedes Mal beim vierten Teil eine andere Belohnung entgegengedrückt bekommen werden. Nun, habt ihr Gutes über den euch anvertraut? Wohlan. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Es gilt eine drohende Krise. Und wir müssen das so lange machen, bis wir etwas kriegen, bis wir die eine Sache kriegen, die wir wollen. So arbeiten wir halt über das Zufallsprinzip. Es ist schneller, als wenn wir 10.000 Quests machen und hoffen, dass irgendwann die 1,4% Chance kommt. So provozieren wir den Trigger halt wieder und wieder. Der beste Weg, die Belohnung zu verändern, ist es halt auch, zwischendrin noch irgendwelche Sachen woanders zu verändern, weil das irgendwas am AMG-System hier ändert. Ein fairer Handel. So, geben wir jetzt zum Beispiel ein bisschen Schub. Wir deponieren den wieder nach hier hin. Mehr können wir hier damit nicht machen. Wie viele Holzfäller haben wir gerade stehen? Wir können einen loswerden. So. Das war's, da quicksave ich nochmal drüber. Kann Tage dauern, aber es wären zumindest Tage und nicht Monate, die es auch dauern könnte. Das kann aber auch sehr schnell gehen. Wir werden mit Freuden eure Diener. Es gilt eine drohende Krise. Das gefällt mir. Ha. Der Reliquienschein übrigens hat eine Chance von... Wo haben wir denn den Hochheiligen da? Gleiche Chance. Gleiche Chance wie der Herrführer. So ziemlich alle Sachen, mit der Ausnahme der Kapitäne... Und Schiffen. Schiffe haben eine 25% Chance gedroppt zu werden. Na danke. Aber all die meisten anderen Items, mit der Ausnahme des kaiserlichen Dekrets, 1,41%. Nun, wohl an. Schiffe. Stopp. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich Schiffe. Sein kann. Warum habe ich dich schon kommen sehen? Das ist halt der unangenehme Teil des Goldenen Schiffes, dass es ein paar Aufträge gibt, wo man wortwörtlich auf das Zufallsprinzip angewiesen ist. Und das Zufallsprinzip ist eine dreckige, miese, böse Person. An sich haben wir jetzt schon exorbitant viel Glück gehabt, weil wir schon direkt einen Auftrag bekommen haben, den wir benutzt hätten. Ansonsten hätte ich neu würfeln müssen, bis wir einen Auftrag gekriegt hätten. Und das wäre schon eine Katastrophe gewesen. Haben wir unser Vertrauen zu Recht in euch gelegt? Es gefällt uns, wie gehorsam ihr wichtige... Er gibt nicht immer Schiffe, aber er gibt gerne Schiffe. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Den haben wir schon, nicht wahr? Die Seebären haben wir schon. 7 Reisen haben wir, die Seebären haben wir schon. Den verfluchten Messerhocker kriegt man fast nur als Expedition oder von Quests des Korsaren. Aber den brauchen wir nicht fürs Goldene Schiff. Wir brauchen nur den einen hier. Das ist das Letzte, was uns fehlt. Die letzte. Eine kleine Sache. Nur laden. Ah.
Im Endeffekt ist seine Wahrscheinlichkeit nicht so viel geringer als die von den ganzen anderen Gegenständen, die uns hier angeboten wurden. Das ändert nichts daran, dass seine Wahrscheinlichkeit automatisch um mindestens 200% geringer ausfällt, weil wir ihn gerade brauchen. Dieser Baum geht weg. Nun, habt ihr es gefällt uns, wie gehorsam. Wenn es weiter nichts ist. Es gilt eine drohende. Oh. Braucht man den für irgendeinen Erfolg? Und jeder glaub nicht. Hat bekommen, was er wollte. Aber dennoch kann man kurz mal schauen. Wir haben jetzt noch keinen Seelenverkauf vom Korsaren in die Hände gedrückt bekommen. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Jetzt aber würfeln wir noch einmal. Nö. Genau so ist es richtig. Wisst ihr, so einen Geologen kann man wunderbar gebrauchen für Dinger. Der macht einfach mal alles auf. Aber natürlich kriegen wir den jetzt nicht mehr, wo wir ihn theoretisch hätten gebrauchen können. Der unsere Wirtschaft steht. Wir warten. Ja, warte mal. Ich helfe euch gerne. Dieser Baum aus. Verschwindet. Haben wir unser Vertrauen wohl ab. Ihr habt euch als würdig das Kaiserreich verlangt. Große Handelsschiffe. Laden. Ganz. Vielleicht müssen wir gar nichts verändern. Vielleicht rennen wir jetzt einfach immer und immer wieder drauf und hoffen, dass beim Seed nichts anders rauskommt. Wir machen das jetzt einfach so. So sparen wir uns vielleicht ein bisschen Zeit und kommen schnell zum Neuladen. Wir gehen abgeben, würfeln, Neuladen. Denn das Würfeln werden wir machen nur durch die kleine, vielleicht auftretende Wahrscheinlichkeit, dass der da plötzlich rauskommen kann. Aber ich glaube nicht dran. Apropos, kein Seelenverkäufer? Dann ist mir das egal. Ich weiß, es ist verrückt. Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Bald dann, Chef. Ja! Sieh dir diese. Gut. Und jetzt verschwinde. Was soll das sein? So. Ich schlage ein. Lasst mich euch ein wenig. Nun, habt ihr. Wir werden mit Freuden eure Dienste weiter. Es gilt eine drohende Krise. Kein Bock hier. Der Rat der Zehn dankt. Gewaltiges Warnhorn der Stadtwehr. Neuladen. Und sonst so hat vielleicht irgendjemand irgendwas Interessantes, worüber man sinnieren könnte. Denn das wird eine Weile dauern können. Wird auch jetzt einfach sofort vorbei sein können. Das ist pure Zufallsfrage. Hallöchen, Chuka. Willkommen. Nun? Habt ihr gut? Es gefällt uns, Vigo. Es gilt, eine drohende Krise abzuwenden. Ich helfe euch gerne aus. Will keine Schiffe. Geh weg damit. Ich will doch nur Burgherr Ludwig, den sehr, sehr rasenden Mann auf dem Rasen. Er hat das letzte Stück des Puzzles. Er weiß ganz genau, wo sich das goldene Schiff für uns jetzt befindet. Und wir brauchen ihn in unseren Diensten. Segel setzen. Sprecht, habt ihr dieses? Es gefällt uns, wie gehorsam. Wichtige Staatsgeschäfte waren. Wir sind jetzt in der verdammten Zeitschleife gefangen. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ich hab den Heinrich der Kühne. Natürlich kommt so eine hier raus. Laden. Ich weiß noch, als ich Ludwig gesucht habe. 3,5 Stunden war er da. Danach war gefühlt jeder dritte Auftrag Ludwig als Belohnung. Das ist immer so. Es ist jedes Mal so. Wenn man etwas sucht, dann ist es unauffindbar. Aber kaum, dass man es hat, ist es überall.
sprecht. Habt ihr diese Angelegenheit zu... Welch Anmaßung. Einfach nur kurz, um den Siedermist rumzuspielen. Wir werden mit Freuden eure Dienste weiterhin in Anspruch nehmen. Ihr könnt in einer wichtigen Staatsangelegenheit... Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich... Schiffe. Schiffe haben also eine 25% Chance aufzukreuzen, aber wir bauen die uns einfach selbst? Also, warum soll der uns welche geben? Im Early Game, da liebt man, dass man Schiffe bekommt. Aber bei den Kaiseraufträgen im Late Game, da hat man so viele Schiffe einfach schon am Rumsegeln und keine Verwendung dafür. Was will ich mit einer Flotte aus 72.000 großen Kriegsschiffen? Es gibt niemanden, den ich damit versenken kann. Sprecht. Habt ihr diese... Wir werden mit Freuden eure Dienste weiterhin in Anspruch nehmen. Es gilt eine drohende... Wie steht es um die Erfüllung eurer... Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Schiffe. Wer mag schon Boote? Stell dir das einmal vor. Die sind ja nicht mal golden. Das wird mich in den Irrsinn treiben. Haben wir unser Vertrauen wohl an. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Ihr könnt in einer wichtigen Ein gutes Geschäft ist das ist doch schon wieder Hadrian. Wir brauchen den anderen. Wir brauchen den Ludewig. Das lustige Luder Ludwig, der Rasende. Mit dem Rasenmäher. Bitte. Segel setzen. Nun, habt ihr... Wir werden mit Freuden eure Dienste. Wichtige Staatsgeschäfte warten. Es ist unser Wunsch... Oh toll, danke. Ein Humpen. Du Arsch. Was will ich damit? Sprecht. Habt ihr diese Angelegenheit zu unserer Zufriedenheit? Es gefällt uns. Ich hab gar nicht gewürfelt gerade eben. Pflicht gegenüber eurem Kaiser. Gewappneter Zunftmeister haben wir. In einer wichtigen Stadt. Ein gutes Geschäft ist mir willkommen. Neuladen. Dann kann man irgendwann sich, sobald wir das goldene Schiff haben, kann man sich ja irgendwann dran setzen und die ganzen restlichen Erfolge noch wegmachen. Okay, ich muss sagen, dieses Bild hier macht mich immer fertig. Dieser spezifische Ladebildschirm macht mich immer fertig. Seht euch diesen Ballsaal an. Der dippt in diese Richtung runter. Hier, so Art, wie der Boden hier gezogen ist, das ist hier schief. Der Boden ist absolut schief. Die tanzen hier nicht auf geradem Boden. Hier sieht man diesen Abfall hier drinnen. Zumindest fühlt sich das wirklich so an. Könnte eine optische Täuschung sein, wie die Bodenfliesen gezogen sind, aber dennoch. Viel Spaß darauf, einen Walzer zu machen. Wahrscheinlich geht das, ich habe keine Erfahrung. Ich bekomme regelmäßig welche ohne Qualifikation. Wir werden mit Freuden eure Dienste weiterhin in Anspruch nehmen. Es gilt eine drohende Krise. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Das kann sich nur noch um Jahrtausende handeln. Nur noch Jahrtausende. Hey, Kaiser, lang nicht gesehen. Trantüte. Haben wir unser Vertrauen? Wir werden mit dein Vertrauen, genau, eine große Sache. In Anspruch nehmen. Wichtige Staatsgeschäfte warten. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Den haben wir sogar noch gar nicht mal.
Vielleicht für später irgendwann mal. Ob ich den jemals abholen werde, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Aber erst einmal wird neu geladen. Ich hoffe, ich habe mein Quicksave dadurch nicht vernichtet. Wahrscheinlich aber nicht. Ich bin froh, wie es gelaufen ist bisher. Ich bin froh, dass wir schnell zu diesem, zum langweiligen Teil kommen konnten. Oder zum zweiten langweiligen Teil, den ersten langweiligen Teil praktisch geskippt haben. Sprecht, habt ihr diese Angelegenheit zu unserer Zufriedenheit? Ja, haben wir. In Anspruch nehmen. Ihr könnt in einer wichtigen Oh, danke. Wir warten. Erbärmlich. Ich glaube, dieses Bild hier drückt auch eigentlich ganz gut aus, wie monumental diese ganzen Dome, die gebaut wurden damals, eigentlich gewesen sind. Die Dinger türmen praktisch wie Berge inmitten ihrer Städte. Und die wurden teilweise nicht von ein paar Jahren gebaut. Das waren Jahrzehnte, das waren Generationen, die in den Dingern gesessen haben. Das ist Commitment zur Architektur und das kann nur respektiert werden. Sprecht, habt ihr diese Angelegenheit? Wir werden mit Freuden eure Dienste weiterhin in Anspruch nehmen. Das Kaiserreich verlangt nach euch. Ich helfe euch gerne aus. Oh, wie hilfreich. Wie steht es um die Erfüllung eurer Pflichten? Ja! Ja! Fick dich, Kaiser! Sag, ich brauch dich nicht länger! Wie ist es euch inzwischen ergangen? Die Details bleiben besser unter uns. Es wird kein Geleitzoll mehr erhoben. Bring ihn rüber! Wir haben ihn! Wir brauchen den Kaiserauftrag nicht mehr. Du kannst zur Hölle fahren mit deinem komischen meisterhaften Agenten. Den kannst du dir in die Haare schmieren, unter die Krone quetschen. Nicht unter die Arme greifen. Wir haben es! Ihr seid ein ehrbarer Mensch. Der Kaiser wird davon erfahren. Okay, das war unter einer Stunde. Wie haben wir es jetzt in unter einer Stunde gemacht? Ich hatte etwa 4 Stunden eingeplant für den ganzen Spaß. Welche Medaille fehlt uns hier noch? Orden der Bewahrer ist noch ein Spaß. Orden der Schatzmeister, auch das werden wir noch machen. 20.000 Gesandte. Ah, 100 Sabotageaktionen. Das sind die Medaillen, aber mit Medaillen sind wir auch fast fertig. Da fehlen noch diese hier paar hier. Also hier fehlt noch eine. Hier fehlt noch der ganze Orden der Schatzmeister. Den wir ironischerweise hier auf diesem Spielstand machen könnten, aber das ist keine Sache für jetzt. Für den Anfang, wir haben das Schiff. Wir müssen das sehen. Zurück zum Hauptmenü. Oder wisst ihr was? Wir speichern mal. Wir haben das goldene Schiff! Spiel gesichert. Endlich! Ja! Also das Profil wird vervollständigt werden. Aber nicht als reguläres Let's Play, sage ich jetzt schon mal. Nicht Spielerprofil. Geh weg. Option. Ja. Ah, das silberne Schiff haben wir mit der Hist Edition bekommen. Das war früher halt für Pre-Order und sowas da. Das zu haben, ist ein schönes Schiff, aber es ist kein sonderlich großer Verdienst. Das hier, dafür hat man geblutet. Gehen Sie erneut auf die Reise. Oh. Ja, schön. Werden Sie Kurfürst. Wir starten einfach ein willkürliches Endlosspiel. Einfach nur, um das Schiff zu sehen. Auf die Reise. Hier. Stellen Sie sich allen Herausforderungen. Mir egal, was da drin ist. Riesigen Welt. Wie habe ich die Kampagne auf schwer geschafft? Es war ironischerweise ganz schön einfach, eigentlich.
Die Kampagne auf Schwer war tatsächlich echt nicht so komplex. Es ist halt wie die Kampagne auf Leicht, nur dass man in den meisten Fällen weniger Ressourcen hat. Ich erinnere mich noch damals, ich habe die Kampagne damals in, im Let's Play habe ich die ja innerhalb des, der alten Edition gemacht, der Gold-Edition. Ich erinnere mich, dass man damals bei dem Dombau-Wettlauf am Ende, etwas Lustiges machen konnte. Es gab ja den Item-Duplizierungstrick. Den habe ich damals angewandt und habe ich da halt diesen Dombaumeister, der den Dom einfach ganz um 50% schneller gemacht hat, dreimal in diese, dreimal ins Konto gesockelt gekriegt, weil ich den dann plötzlich, verdreifacht habe. Ich sag mal so, was da passiert ist. Das war ganz lustig, der Dom war instant fertig, hat negativen Unterhalt gehabt, aber sobald ich ihn entsockelt habe, ist das Spiel abgestürzt. Das war lustig. Seht euch an, ihr Plebs! Dies Schiff wird euch bei der Suche nach einer neuen Heimat dienlich sein. Und wer weiß, vielleicht werdet ihr damit eines Tages auch in die Gefilde des Morgens. Oh, darauf würde ich nicht im Mindesten wetten, das Schiff geht jetzt da hoch. Wir haben sie, liebe Gemeinde. Die Fortsetzung ist nun vergoldet. Ah, ist es nicht schön? Ist es nicht wunderbar? Wir haben unser Ziel erreicht. Unser Zweck erfüllt. Und damit dieses Projekt endlich abgeschlossen. Das wurde doch schon relativ lang. Aber nicht ganz so lang, wie das Hauptprojekt tatsächlich gewesen ist. Also das Hauptprojekt war über 400 Folgen oder irgendwas lang. Das lag daran, dass ich da Schönbau betrieben habe und wenig optimiert gearbeitet habe an vielen Stellen. Das Imperator-Szenario war exorbitant lang. So. Mit diesem Schiff sind wir jetzt in der Lage, künftig unser Profil noch zu vervollständigen, auf weitere Abenteuer zu reisen und uns auch möglichst viele Dinge dazu zu holen, damit das Profil irgendwann vollständig ist. Das wird dann aber auf eine andere Art und Weise stattfinden. Das werde ich dann so machen, dass ich es zwischendrin mache und nicht als reguläres Let's Play. Das bedeutet, wir werden das dann machen. Das dann einfach durchstarten lassen. Und das dann über mehrere Streams auch so machen. Und die werden dann am Stück hochgeladen. Dann haben die Leute die Möglichkeit, sich, wenn sie wollen, sich selbst einzuteilen, wie lange sie brauchen möchten, um den ganzen Kram durchzuarbeiten. Für die restliche Fertigstellung des Profils. Dann werde ich auch künftig mehr auf Schönbau achten können. Ich werde die IAM wieder benutzen dürfen für diverse Dinge. Und so wird Anno 1404 auf jeden Fall vervollständigt werden. Es nimmt aber jetzt nicht länger einen kompletten Slot ein. Genau, wie Tempus gerade schreibt, der nächste Schritt ist Anno 1800. Inzwischen habe ich das Spiel, das bedeutet, wir werden das Spiel nutzen und wir werden das Spiel dann auch einmal durchspielen. Ich muss schauen, wie das Ganze funktionieren wird, weil ich nicht weiß, inwiefern es eine tatsächliche Story-Kampagne und Szenarien hat und all derartiges. Das werden wir dann sehen. Die Brücke verbrennen wir, wenn wir draufstehen. Wie es üblich ist. Das heißt, 1404 und 1800 werden parallel laufen, aber 1800 als reguläres Projekt. Story-Kampagne hatte, schreibt Silvanas gerade. All der CS. Was meinst du, warum ich so lange gewartet habe, Tempus? Ansonsten wäre ich nach 1701 direkt hochgegangen. Was war das gerade? Ah. Ansonsten wäre ich nach 1701 direkt nach 1800 gegangen. Eigentlich war das der Plan, historisch-chronologisch. Aber da war 1800 noch ein bisschen... Ich sage mal so, ich war in dem Zeitpunkt, wo wir da fertig waren, exorbitant ressourcenarm. Und in einer recht schwierigen Lage, um das Spiel ausreichend mitzunehmen. Das hat sich behoben. Zum guten Teil. Ich habe Reserven dafür zusammengelegt. Das bedeutet 1800 und natürlich hat natürlich geholfen, dass Roma uns kurz mal das Base-Game rausgepresst hat, nachdem Phoenix und ich Challenge Karte 1 geschafft hatten von Siedler 5. Das entlastet das drastisch. Das sei immer noch gesagt und dafür will ich immer noch einen Dank ausdrücken. Der wird aber nochmal separat erwähnt, sobald wir rübergehen zum... Oh, wir sind ja fertig. Einmal runter. Sobald wir rübergehen zu 1800 selbst.
Das heißt, 1800, nächster Schritt. Nächstes Let's Play. Nachdem das hier draußen ist. Ich muss schauen, ob das als Live-Let's Play rauskommt oder als reguläres. Dessen bin ich mir noch nicht so komplett sicher. Denn Live-Let's Play ist gar nicht mal so einfach umzusetzen an vielen Stellen. Es fordert feste Termine, um richtig umgesetzt zu werden und schränkt mich auch mit der Geschwindigkeit ein, was man, schränkt mich auch mit der Geschwindigkeit ein, wie schnell und wie viel ich aufnehmen kann in der Reserve. Da müssen wir schauen. Hier 1404, das goldene Schiff, lief als Live-Let's Play, aber war sehr unregelmäßig, wie wir festgestellt haben. Ich habe nicht so viele Folgen am Stück um Reserve aufnehmen können und es gab stellenweise wochenlange Ausfälle. Auch jetzt hat wieder wochenlange Ausfälle. Deswegen müsst ihr da schauen, ob es als Live-Let's Play kommt oder nicht. Weitere Sachen mit 1400 auf jeden Fall. Bei 1800 werde ich sehen, wie ich es einrichten kann. Falls ich es nicht einrichten kann, dann kommt es einfach als reguläres Let's Play raus und übernimmt den 6 Uhr Slot, damit die Leute zum Frühstück ihr Anno genießen können. Das freut mich jetzt sehr. Das freut mich jetzt alles. Und sobald wir mit 1800 durch sind, dann widmen wir uns 2070, was natürlich mitgenommen werden will, weil historisch-chronologisch, auch wenn es nicht mehr historisch ist. Und danach 2205, was scheinbar existiert. Wo ich immer wieder darüber lachen muss, dass ich erst gemerkt habe, dass es scheinbar veröffentlicht wurde, etwa 3 bis 4 Jahre, nachdem es schon draußen war. Ich habe es einfach gar nicht mitbekommen gehabt. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Das werden wir aber dann sehen. Bis dahin, liebe Gemeinde, für euch auf YouTube, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß und wir sehen uns auf einer neuen See wieder. Werden wir mit der Fortsetzung dem Horizont entgegensegeln. Hey, guck mal, da ist noch ein Schiff. Hallo, Schiff! Wenn ich das Sea of Thieves wäre, wäre ich schon aggressiv umgedreht. Nun gut. Wie dem auch sei, den Multiplayer bieten sich ja schon die Leute an. Wie dem auch sei, wir sehen uns im nächsten Let's Play oder in einem der zahllosen anderen Projekte, die wir machen, wieder. Bis dahin euch allen vielen Dank und Cheerio.